Herzlich willkommen zu Drei Fragen an. Heute mit Klaus Mintrup, SPD-Fraktion, Mitglied des Umweltausschusses. Herr Mintrup, wir haben im Augenblick die große Tendenz, dass sich die Städte immer weiter verdichten. Berlin ist ja ein Paradebeispiel und Sie sind ja auch Berliner Abgeordneter. Das führt natürlich dazu, dass es eine echte Konkurrenz gibt zwischen Grünflächen, die heute vorhanden sind, und auch dem wachsenden Bedarf an Wohnraum. Man nennt das ja die Innenraumverdichtung, die jetzt in den Städten stattfinden soll. Wir befürchten, dass dadurch ein großer Druck auf bestehende Grünflächen entstehen wird und dass auch vorhandene Grünflächen möglicherweise finanziell nicht weiter vorangetrieben werden. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Sie haben die Entwicklung richtig beschrieben. Es ziehen zum Beispiel immer mehr Menschen nach Berlin. Es gibt Baurecht in der Innenstadt. Das heißt, mehr Menschen, weniger Grünflächen ist auf jeden Fall eine richtige Beschreibung. Aber dabei kann es ja nicht bleiben. Wir müssen also auf der einen Seite darauf achten, dass wir zukünftig grüner bauen. Dazu gehört Dach- und Fassadenbegrünung. Das ist der erste Punkt. Dann müssen wir schauen, dass wir unsere Straßenräume vernünftig begrünen. Und dann muss es auch einen Bereich von Tabuflächen geben, die wir nicht versiegeln. Dazu gehören natürlich die Kleingärten, wichtige Parks. Das ist etwas wichtig. Wir brauchen so eine Art Grüngerüst in den Städten. Und natürlich müssen wir dann die vorhandenen Grünflächen und vor allen Dingen auch die Straßenbäume besser pflegen. Bei mir um die Ecke gibt es den Mauerpark und der braucht zum Beispiel eine künstliche Bewässerungsanlage, damit er besser aussieht, als er heute aussieht. Also wir müssen investieren in Grün und dann wird mir nicht bange. Das klingt schon mal gut. Trotz allem, denke ich, kann man natürlich dieses Thema Flächenkonkurrenz nicht wegdiskutieren. Es ist richtig und gut, dass man auch die vorhandenen Grünflächen dann ertüchtigt. Es gibt ja die ein oder andere Forderung, dass man sagt, ja, lass uns, wenn auf der einen Seite Grünflächen verloren gehen, in den Straßenraum hineingehen, möglicherweise mehrspurige Straßen ein Stück weit begrünen, dass man da also praktisch im Straßenraum Grünflächen schafft. Das steht natürlich da auch auf der anderen Seite in großer Konkurrenz zum Thema Mobilität, mehr Individualverkehr, der möglicherweise durch mehr Einwohner in die Städte hineinkommt. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich eine Alternative, dass man sagt, lass uns den autofreundlichen Raum im Straßenraum verkleinern zugunsten von Grünanlagen? Die Tradition der Alleen ist ja in Deutschland schon Jahrhunderte alt und die ist ja nicht nur in der freien Feldflur wichtig, sondern die ist natürlich auch gerade in den Städten wichtig, weil die Straßenbäume Schatten spenden, Staub filtern, Sauerstoff produzieren und ich denke, wir kommen gar nicht anders dazu, als unsere Straßenräume anders zu organisieren und die Zukunft liegt sicherlich in einer anderen Form der Organisation des Verkehrs. Wir werden viel stärker Carsharing-Angebote bekommen, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr stärken, wir werden den Radverkehr stärken müssen. Ich bin dagegen, dass man Mobilität einschränkt, aber man kann das anders und besser machen. Und am Ende haben da alle was von. Insofern hoffe ich, dass wir für so eine Entwicklung auch einen breiten gesellschaftlichen Konsens bekommen. Nun hat Ihre Kollegin, Umweltministerin Barbara Hendricks, mit der Vorlage des Weißbuchs Grün in der Stadt eine Steilvorlage in Richtung Forschungsausgaben für die grüne Infrastruktur gegeben. Für uns ist natürlich die Frage, die Legislaturperiode endet in den nächsten Monaten. Wie steht die SPD-Fraktion dazu? Wird man in der nächsten Legislaturperiode dieses Thema wieder neu auf die Tagesordnung bringen und wird man auch das Thema Forschung für das lebendige Grün stärker befördern wollen? Wir müssen den augenblicklichen Klimawandel absolut ernst nehmen und das ist ein Ereignis, da haben wir keine Erfahrung. Und es geht hier um Anpassung und um Adaption, heißt der Fachausdruck. Und das ist natürlich Stress, der auf die Pflanzen ausgeübt wird, wenn es hier weniger oder extremere Regenereignisse gibt, die Temperatur steigen. Und die Folgen auf die Pflanzen müssen natürlich untersucht werden. Wir brauchen Züchtungsforschung in dem Bereich. Wir müssen schauen, dass wir stabile Arten entwickeln und da ist ein Forschungsbedarf und wir werden das unterstützen. Ja, das waren drei Fragen an Klaus Mintrup.